Höhle der Löwen oder lieber die Aktienlos Börsenshow? Beides toll. Er begleitet Sie ja nun auch die spannendsten Themen und vor allen Dingen er schaut ja auch in die Zukunft hinein und begleitet ja auch die Zukunft. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Frank Thelen begrüßen können und da ist er auch schon. Ja, dürft ihr mal applaudieren. Ja. Frank, schön, dass du bei uns bist heute Abend, hier fast schon präsent im Fuchsbau in Fulda. Wir sind froh, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Haben wir einen ganzen Fragenkatalog zusammengestellt, Jürgen? Ja, absolut, weil wenn wir Frank schon mal zu Gast haben und wir haben es ja gerade gesehen, was da bei eToro momentan los ist. Ich glaube, mit der Übersicht, ich weiß nicht, ob du sie verfolgt hast, da kannst du ganz gut leben. Aber wenn ich dich schon hier in der Sendung habe, in deinem Zusammenhang fällt immer der Name disruptive Technologien, ja. Da wird natürlich viel geschrieben, aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erläutern, was sich genau dahinter verbirgt. Gerne. Übrigens, mir ist das total egal, was gehandelt wird, sondern wir sind hier sehr langfristig und ruhig orientiert und machen auch gar keine Charttechnik. Also das, was ihr gerade diskutiert habt, ist genau nicht unsere Welt, sondern wir fühlen uns als Unternehmer und kaufen Anteile an Unternehmen. Und was ist disruptive Innovation? Es gibt einen Baukasten der Zukunft, das heißt gar nicht unsere Gründer oder jemand, sondern einfach tiefgreifende Forscher haben Technologien entwickelt wie eine künstliche Intelligenz, also eine Basisversion davon, ein 3D-Druck, 5G, 6G-Netzwerke, eine Blockchain, Quantencomputer und so weiter. Und die werden jetzt von klugen Köpfen mit Kapital verwendet, um komplett neue Produkte, Services oder sogar Märkte zu erschließen. Und damit werden dann bestehende Anbieter oftmals aus dem Markt mit 10-mal besseren, günstigeren, schnelleren, leiseren Produkten gedrängt. Und ja, das Posterchild dazu ist Tesla mit dem Kopf Elon Musk, die einfach auf dem Weg dazu sind, das wertvollste Technologieunternehmen der Welt zu werden. Das ist natürlich keine Anlageberatung. Ich bin auch kein Anlageberater, sondern alles meine persönliche Meinung. Und genau, das ist Disruption. Wenn ich mir mal so nach Deutschland hineinschaue, da habe ich so in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr den Eindruck, die einzige Möglichkeit, als junges Start-up wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, ist tatsächlich die Chance zu bekommen, bei der Höhle der Löwen einen Auftritt zu bekommen. Denn zu einer Bank brauche ich letztlich schon gar nicht mehr zu gehen. Da nimmt mich keiner für voll, da nimmt mich keiner für wahr. Wenn ich kein Geld habe, wenn ich keine reichen Eltern habe, wenn ich nicht irgendwas im Besitz habe, brauche ich da schon gar nicht aufzutreten. Und das fällt mir noch stärker auf, wenn ich nach China auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite schaue und dann nach Deutschland. Dann sehe ich eigentlich nur noch eines: Wir verwalten ein paar alte Patente und das war's. Teilst du diesen Eindruck mit mir? Wir kommen doch nie mehr irgendwo hin, von deutscher Seite aus tatsächlich mal in der Weltspitze auch nur ansatzweise zu kratzen. Amerika hat die Facebooks, ja, hat die Amazons, hat die Teslas dieser Welt. Die Chinesen haben die Tencents, haben die Alibabas und alles andere. Und wir verwalten mit VW, mit Siemens und mit noch ein paar anderen ein bisschen das, was wir noch haben. Also erstens, also ich glaube, es gibt auch sehr viele und viel bessere Startups außerhalb der Höhle der Löwen. Ich glaube, es ist eine großartige Sendung und ich war auch sehr froh, Teil davon zu sein. Aber vor allen Dingen sind dort erst Fast Consumer Goods in dieser Sendung möglich. Was wir brauchen, auch im Ecosystem oder noch viel wichtiger, ist tiefgreifende Technologie. Dort haben wir mittlerweile ausreichend Frühphasenfinanzierer und Series A, was uns fehlt, sind die Growth-Runden. Das sind dann 100 Millionen plus, die investiert werden, wenn gezeigt ist, dass die Rakete, der Energiespeicher, die Alternative zu Fleisch oder Fisch funktioniert und man jetzt sagt, okay, wir wollen das ernsthaft global ausrollen und dann braucht man 100, 200 oder auch mal eine Milliarde einfach an frischem Kapital. Und das haben wir in Deutschland leider nicht, also wirklich gar nicht. Und genau, und das ist ein Riesenproblem und deswegen ist USA und China so weit vorangegangen. Und wir müssen jetzt sehen, was unsere europäische Antwort ist. Aktuell ist es sicherlich ein großes Problem.
Ich meine, du bist ja einer, der in die Zukunft schaut und anknüpft an das Thema. Ich meine, die Trends der Zukunft, ja, kann da Deutschland überhaupt mitspielen? Weil da wird es um viel, viel Geld gehen. Ja, und ich meine, es geht um Robotik, es geht um künstliche Intelligenz. Ja. Was hast du da noch auf dem Radar? Was ist für dich so irgendwie das Thema der Zukunft? Für mich ist das Thema der Zukunft, dass genau diese Disruption jetzt da ist. Und das heißt, es werden eben nicht mehr nur noch neue Märkte geschaffen. Das Internet hat ja viele neue Märkte geschaffen, also die gab es vorher nicht, sondern jetzt, weil eben so viel Grundlagentechnologie neu reinkommt, werden auch bestehende Industrien komplett neu geschrieben. Und die Autoindustrie, die für uns sehr wichtig ist, ist die erste. Und es wird aber jetzt jede einzelne Industrie treffen. Gehen wir zum Beispiel in, im Bereich Medizin. Wir werden in Zukunft keine Tabletten mehr nehmen, sondern wir werden die Möglichkeit haben, unsere T-Zellen, NK-Zellen zu programmieren. CRISPR-Cas9 ist noch etwas weg, aber auch das wird kommen. Das heißt, dann können wir unsere DNA umprogrammieren. Wir alle kennen schon mRNA. Und das heißt, jede Industrie wird neu geschrieben. Und das ist das, was jetzt einfach passiert. Und das ist das, was wir quasi so spannend finden. Künstliche Intelligenz, würdest du da noch sehen, dass das ein Zukunftsthema ist? Die künstliche Intelligenz ist die wichtigste und hoffentlich nicht die letzte Erfindung der Menschheit. Das ist der Kern oder der Bogen drumherum. Und die künstliche Intelligenz muss auch reguliert werden, weil sie irgendwann sich so schnell entwickeln wird, dass sie auch einfach auch Gefahr darstellt. Sie bietet auch eine Menge Chancen. Sie muss irgendwann auch reguliert werden und sie wird jetzt sich exponentiell weiterentwickeln. Das kann man an ganz vielen klaren Kennzahlen nachvollziehen. Und wir werden irgendwann in die sogenannte Singularity reinlaufen, wo sich die künstliche Intelligenz besser und breiter, auch in der Breite, entwickeln kann, als wir das tun können. Und dann wird es sehr spannend. Ich hoffe sogar, obwohl ich ja Technologie liebe, dass das noch viele Jahrzehnte weg ist, weil das wird eine etwas unkontrollierte Zeit und mein Gefühl wäre aktuell, dass weder die Politik noch die Menschen dazu bereit sind, diese exponentielle Entwicklung sinnvoll zu gestalten. Du hast das ja eingangs schon erwähnt, dass du davon ausgehst, dass Tesla irgendwann das wertvollste Unternehmen der Welt sein wird. Für uns als Autoland Deutschland ja kaum vorstellbar, ja. Genauso wie jetzt der Börsengang von Rivian, ja, vom Start weg. Die produzieren 65 Autos und gleich mal mehr wert als Volkswagen. Aber ja, zurück zu Tesla. Was macht Tesla so besonders, dass es ja von natürlich Fans als Software auf vier Rädern bezeichnet wird und von Kritikern natürlich als viel zu überteuerte Elektroautobude? Ja, Tesla hat die anderen einfach schachmatt gesetzt. Das über viele Jahre. Die haben sich einfach, das ist ein einziger Autounternehmen, was eigene Chips auf der Client- und der Serverseite, das sogenannte Dojo-Netzwerk hat. Und das machen die so gut, dass die unter den Top 5 AI, Top 3 Unternehmen global sind. Also die haben bessere Chips als Nvidia. Das ist wirklich unfassbar. Die Produktion haben sie komplett neu gedacht, nach Henry Ford, die erste große Revolution, Megacasting. Es ist ein komplettes softwaregesteuertes Unternehmen. Sie haben 95% aller Daten. Sie fangen gerade erst an, weil das Auto ist eigentlich, das Buch von Amazon. Sie werden eins der größten Energiekonzerne der Welt werden. Der Energiebereich wird größer als der Autobereich werden. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Wir haben unter 10xdna.com kostenfreies Research zu Tesla veröffentlicht. Das sind 30 Seiten. Wer sich, das Hardcore geben will, wir haben uns da wirklich sehr, sehr tief seit Jahren mit befasst. Es ist einfach leider nicht davon auszugehen, dass da andere aufholen. Wenn, werden Chinesen sein. Und das ist einfach über viele Jahre mit Investment und ganz viel klugen Köpfen entstanden, diese perfekte Positionierung im Markt. Für mich als Europäer natürlich sehr unschön, deswegen habe ich da auch schon lange und intensiv drüber gesprochen. Im Handelsblatt vor 3-4 Jahren lange erklärt, was da gerade passiert. Und der erste Autokonzern, der aufgewacht ist, war Volkswagen mit Herbert Diess. Und der ist jetzt leider relativ spät dran und der Konzern klatscht auch nicht in die Hände, dass der Herbert genau die richtigen Dinge anspricht, sondern wehrt sich eher gegen seine Themen. Also keine schöne Situation für Deutschland.
Nun bist du ja innerhalb deiner Fonds auch in China-Aktien investiert. Jetzt lassen wir das Thema, dass Alibaba heute 10% für die Mütze kriegt, mal weg. Ja, das lassen wir mal weg. Ich bin auch sehr China-bullisch, muss ich sagen. Und jetzt haben natürlich die chinesische KP in den letzten Wochen und Monaten enorm viel reguliert, muss man sagen. Stört dich das? Denkst du darüber nach? Bist du da so ein bisschen im Zweifel drin? Lässt dich das eventuell ein bisschen zurückzucken, diese Regulierung? Oder sagst du, nein, da ist nach wie vor noch alles im Lot? Wir sehen diese Regulierung kritisch und wir finden das nicht gut. Und wir haben uns damit, wir haben auch mehrere Native Chinese Speaker hier im Team, um uns damit auseinanderzusetzen. Trotzdem, diese Regierung kann kaum einer abschätzen, ja, weil es ist einfach eben keine Demokratie, sondern es ist ein anderes politisches Modell und das finden wir nicht gut. Auch hierzu haben wir kostenfrei umfangreiches China-Politik-Research veröffentlicht, weil es das wichtig ist, dass die Leute verstehen, wo die bei uns investieren. Wir glauben, dass Tencent und Alibaba herausragende Unternehmen sind, dass sie deutlich unterbewertet sind, wenn man sie mit USA vergleicht, mit den Peer Groups. Also sind ja ähnliche Services, die machen, also Cloud oder AI oder E-Commerce und so weiter oder WeChat im Social-Media-Bereich. Und da ist nicht nur ein China-Discount drauf, sondern da ist einfach noch mehr drauf und sind einfach zu stark diskontiert, ist meine und unsere Einschätzung, dass hier keine Anlageempfehlung ist. Und wenn man sich alleine das Venture Capital Portfolio von Tencent ansieht, dann ist das weit über 300 Milliarden wert und auch komplett international. Also werden wir am Ende des Tages recht behalten. Klar, heute Alibaba minus 10%, weil die Zahlen nicht so waren, wie man das erwartet hat. Wir hatten das erwartet. Wir investieren langfristig, haben deswegen gar nicht versucht, hier irgendwie Timing zu betreiben. Wir haben heute nachgekauft, Alibaba umfangreich. Und haben dort auch eine sehr langfristige Perspektive drauf und die sehen wir aktuell als intakt. Kommen wir zum anderen Thema, mal abseits der Aktie. Was hält Frank Thelen eigentlich von der Blockchain-Technologie, von den Kryptowährungen? Blockchain, Distributed Ledger, weil es sind nicht alles Chains, es gibt Chains, es gibt auch Trees, die sind deutlich effizienter von Algorithmen her, also sagen wir mal Distributed Ledger. Das heißt, das sind verteilte Systeme, die nicht zentral, sondern dezentral sind und oftmals durch Smart Contracts zum Beispiel auch noch Intelligenz bekommen. Das ist absolut die Zukunft, denn die hat eben so ein bisschen gewitzelt, ja, früher war das ja noch mit Telefon und keine Ahnung was in der Börse und heute ist alles voll geil und digital. Für mich ist das der aktuelle Zustand 80er, 70er Jahre. Ich kaufe eine Aktie oder einen Fonds, dauert 2 Tage, bis das Ganze irgendwie verbucht ist. Also ich glaube, diese ganze Börsensache, dass wir solche Börsen überhaupt noch haben, dass dann nachts zentrale Dienste versuchen überhaupt zu gucken, wer hat wo welche Aktie gekauft und das wieder zusammenziehen, das ist ehrlich gesagt eine komplette Katastrophe. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch Börsen und Aktien komplett auf eine Chain, welche das auch dann immer ist, gehören. Ich glaube, das hat eine ganz, ganz große Zukunft, das Thema. Und wir haben sowohl Bitcoin als Wertespeicher, eigenes Thema, eigener Abend, als auch Ethereum, in dem Fall ist es Ether als Währung, als verteiltes System. Und sind da ja sehr umfangreich in dem Fonds investiert, weil wir einfach sehr, sehr stark daran glauben. Auch dazu gibt es Research von uns. Wir haben das nicht irgendwo ausgedacht, sondern wir haben da wirklich uns sehr genau überlegt, was passiert da gerade, welche Teilnehmer kommen auf diese Chain, wie viele Entwickler sind da drauf, was machen institutionelle Anleger und haben auch eigene Software dazu entwickelt, die verschiedenen Netzwerke zu beobachten und davon dann auch möglicherweise Bewertungen, faire Bewertungen der einzelnen Coins abzuleiten. Und das ist eine extrem große, neue, wichtige Industrie. Und die Finanzindustrie wird nach der Autoindustrie jetzt an der Reihe sein. Und in 3-4 Jahren kann sich kaum einer vorstellen, wie stark sich das Ganze verändern wird. Und die Finanzindustrie ist in den 80er Jahren. Und Elon Musk hat so schön vor 2 Tagen getweetet, dass einfach das Finanzsystem, die Euro und Dollar, den wir heute haben, irgendwie ein paar COBOL-Programme sind und noch ein paar Faxgeräte dazwischen. Und dem kann ich absolut nur zustimmen. Das wird sich jetzt verändern. Frank, an der Stelle haben wir mal eine kleine Schnellfragerunde eingebaut. Einfach kurze Antwort, vielleicht kurze Begründung. 10 Jahre Horizont, Tesla oder Bitcoin? Beides, aber wenn ich wählen muss, Tesla. Frank Thiel, Finanzminister oder Informationsminister? Gar nichts, weil einfach Politik macht dich
wirklich wahnsinnig. Also, sorry, nicht dich, mich. Mich macht das wahnsinnig, ich kann das nicht. Lieber ein Mittagessen mit Elon Musk oder mit Satoshi Nakamoto? Absolut Elon Musk. Huawei oder Apple? Ja, Huawei finde ich nicht so gut. Es gibt andere gute Android-Phones, aber da sage ich Apple. Dann, wenn wir schon in Deutschland sind, Lastenfahrrad oder Flugtaxi? Beides. Ich finde das Lastenfahrrad gar nicht so schlecht, aber was da für ein Hype drum gemacht wird, ist echt ein bisschen lächerlich. Wir brauchen auch Flugtaxis, damit zum Beispiel weniger Straßen gebaut werden, die auch ein sehr, sehr großer CO2-Emittent sind. Also beides, aber wenn ich wählen muss, Flugtaxi. Genau, überlegen jetzt. 2G oder 5G? 5G, das war mit geduscht, richtig? Hervorragend. Und natürlich die letzte Frage in der Schnellfragerunde. Lieber Höhle der Löwen oder lieber die Aktienlust-Börsenshow? Beides toll. Vielen Dank, Toto. Frank, eine Sache noch zum Schluss. Der Nick und ich, wir haben ein kleines Frank-Thelen-Aktienlust-Depot vorbereitet. Das wollen wir dir noch zeigen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir dir, weil wir ein Börsenspiel haben, wo die Teilnehmer nur 5 Aktien haben können, was wir dir reinpacken. Und das wollen wir dir mal gerade zeigen, was du davon hältst. Ja. Also Tesla muss man natürlich nicht viel sagen. Ja. Klar. Bei T-Mobile? Ja, T-Mobile haben wir natürlich gedacht, klar, zu deiner Nähe, zu deiner Heimat Bonn hast du natürlich die Deutsche Telekom, aber da du ja eine gewisse Affinität zu Amerika hast, haben wir natürlich gesagt, seinerzeit die ungeliebte Tochter der Telekom, mittlerweile natürlich die Top-Braut im Portfolio der Telekom, T-Mobile US natürlich dann auch. Na? Und dann haben wir natürlich passend hier zu der Höhle der Löwen Anhäuser Busch, ja, weil natürlich Löwenbräu gehört zu Spaten, klar. Und das gehört wieder zu Anhäuser. Ja, und dann natürlich logischerweise asiatisch gesehen die Alibaba-Aktie. Und über die letzte Aktie haben wir dann tatsächlich auch mal im Chat unser Publikum abstimmen lassen. Und da hat unsere Nicole jetzt das Ergebnis. Schauen wir mal, was da kommt. Ja, hier bin ich wieder. Ja. Ich komme mal zu euch hinter die Theke. Es ging rund im Chat. Ich lese einfach mal ein paar Aktien vor, die so genannt wurden. Zum Beispiel Unity, Square, Zscaler, Palantir, Rivian, Tencent, Nvidia und so weiter und so fort. Und am meisten gestimmt wurde für Roblox. Roblox? Oh. Roblox. Ja, was hältst du von unserer Auswahl? Ja, also finde ich sehr kreativ, ist auch ausgewogen, ist auch Bonn mit dabei, ja. Von daher, genau, werde ich mir das jetzt mal sehr, sehr gut überlegen, ob man daraus nicht was machen kann. Absolut, siehst du. Frank, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön. War super interessant. Da, schönen doch. Abend dir noch. Dankeschön, herzlich, beste Grüße. Dankeschön, Frank. Dankeschön. Dankeschön.